Wir spielen heute Russisch Roulette, aber mit einem Twist, Freunde. Wir werden nämlich keinen Revolver benutzen, sondern eine Schrotflinte. Und wie das Ganze funktioniert, werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir haben Buckshot Roulette ja schon auf dem Hauptkanal gespielt. Allerdings haben wir es nicht geschafft, das Ending im zweiten Modus zu erreichen. Das werden wir heute also nochmal versuchen. Wir haben bis jetzt nur das Standard-Ending auf dem Hauptkanal gespielt und wir versuchen jetzt nochmal das extra schwere Ending zu erreichen. Das ist nämlich nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level. Und scheinbar gibt es jetzt noch ein zweites Game, was ähnlich ist wie Buckshot Roulette. Ich meine, ihr seht das Ganze jetzt sowieso ein bisschen später, weil ich aktuell Videos im Voraus ein bisschen aufnehme. Aber es gibt auch noch irgendwie Plunger Roulette. Wenn ich das auch spielen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare, Freunde. Wir starten jetzt aber erstmal eine neue Runde im normalen Buckshot Roulette, wo man sich gegenseitig mit Schrotflinten beschießt. Und ich finde, das ist einfach wunderschön. Und um jetzt in den etwas schwereren Modus reinzukommen, wisst ihr ja wahrscheinlich bereits schon, müssen wir uns hier diese Pillen reinfetzen. Hier steht, nicht empfohlen für das erste Mal durchspielen. Wir spielen es ja aber nicht zum ersten Mal. Ja? Wenn ihr sehen wollt, wie ich das Game zum ersten Mal spiele, schaut auf dem Main-Channel vorbei, Leute. Wir gehen jetzt... Hier fällt es auf jeden Fall wieder ganz anders, Freunde. Dancefloor ist on fire. Aber damit haben wir uns nicht zu beschäftigen. Wir sind hier im Hinterzimmerchen gegen, wer auch immer das ist, mit dem wir uns jetzt hier rumärgern müssen. Jetzt müssen wir erstmal unseren Namen eingeben. The General Release of Liability. Hier passt ja der Name von uns gar nicht komplett rein. Immer wenn ich das Spiel spiele, heiße ich nur Tjulfa. Ohne R. Aber was will man machen? Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. So. Wir haben jetzt hier Formular ausgefüllt. Keine Haftung für gar nichts. Wenn dir hier hinterher ein Auge fehlt, hast du selbst Schuld gehabt. Und wir ziehen mal direkt unsere Gegenstände. Wir kriegen eine Lupe. Wir kriegen Zigaretten. Wir kriegen Handschellen und ein Messer. Perfekte erste vier Gegenstände. Richtig gut. Und es gibt noch sowieso nur zwei Leben. Wir haben eine 50-50 Chance, ihr habt es gerade gesehen. Wir haben vier Patronen drin, die funktionieren. Vier, die blank sind. Für alle, die das Game noch nicht gesehen haben und für alle, die nicht genau wissen, worum es hier geht, nochmal eine ganz, ganz kurze Erklärung. Also wie gesagt, wir spielen Russisch Roulette mit einer Schrotflinte. Ihr habt es gerade gesehen, hier wird immer angezeigt, wie viele Patronen quasi wirklich funktionieren, wie viele sind einfach nur, ja, blanke Hülsen in der Schrotflinte. Jetzt gerade haben wir vier lebendige Schüsse drinne und vier Blanks. Dazu gibt es dann hier noch so Gegenstände. Wir haben beispielsweise so Handschellen, dass wir zweimal hintereinander dran sind mit der Schrotflinte anstatt nur einmal. Mit so einer Zigarette stellen wir Leben wieder her. Achtung, das funktioniert nicht im echten Leben. Hier haben wir so eine Metallsäge, die können wir benutzen, um die Schrotflinte abzusägen, damit sie mehr Schaden macht. Und mit dieser Lupe beispielsweise können wir sehen, ob wir gerade eine lebendige Patrone oder nur einen blanken Schuss in der Kammer haben. Das können wir nachsehen. Dann gibt es noch Bier als Gegenstand. Damit kann man einmal die Schrotflinte durchladen und quasi einen Schuss entfernen. Ob er ein richtiger Schuss ist oder blank, wissen wir vorher nicht. Wir schmeißen einfach einen Schuss raus. Das sind die Gegenstände, die wir haben. Und damit muss man jetzt taktisch durch so Runden kommen. Ihr habt es eben gesehen, das ist Runde 1 von 3. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine finale Runde. Ja. Und dann gibt es noch den Double-or-Nothing-Modus. Dafür haben wir gerade die Pillen genommen. Heißt, wir müssen jetzt einmal normal überleben und können dann danach aufgrund der Pillen, die wir benutzt haben, noch den Double-or-Nothing-Modus spielen. Wo, ja, wo man alles nochmal spielt, aber es ist noch krasser. Es ist noch schwieriger. Da kommt gleich dann der nächste Modus. Aber wir haben jetzt erstmal Runde 1 von 3, Freunde. Und wir benutzen jetzt einfach mal kurz hier unsere Lupe. Und ich sehe schon mal, dass das hier ein blanker Schuss ist. Damit schieße ich jetzt auf mich selber. Wenn ich auf mich selber schieße mit einem blanken Schuss, bin ich direkt danach nochmal dran. Okay? Und dann benutze ich jetzt mal hier Handcuffs. Das heißt, jetzt sind wir nochmal zweimal hintereinander dran. Und ich benutze jetzt mal die Säge. Weil wenn die Säge jetzt direkt doppelten Damage macht, haben wir Runde 1 direkt gewonnen. Und wir haben eine 50-50 Chance, dass jetzt eine richtige Patrone drin ist. Aber wir haben Pech. Und es ist keine richtige Patrone drin. Leider ist das eine Schrotflinte, die nachwächst. Das heißt, wir haben jetzt trotzdem... Trotzdem machen wir jetzt nur einmal Schaden.
Ja, der Dealer hat ein Leben verloren. Und jetzt ist er auch ein bisschen zerbeult im Gesicht, seht ihr? Er sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Warte mal, hat er da hinten ein Messer? Oh, warte mal. Es ist nur noch eine Blank drinne. Warte mal, jetzt habe ich direkt verloren. Das ist aber schlecht. Warte mal. Beim letzten Mal ist mir das aber nicht passiert. Da habe ich die ganze Zeit gewonnen. Ich habe nur ein einziges Mal verloren im letzten Video. Ganz am Ende. Verdammt. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Wir sammeln nochmal unsere Gegenstände. Diesmal gibt es nur 3. Es ist irgendwie ein bisschen random, wenn man den Pillenmodus drin hat, was passiert. Ihr seht, jetzt haben wir auch 3 Leben anstatt 2. Der Modus, in dem man die Pillen nimmt, der ist irgendwie ein bisschen... Ja, weiß ich auch nicht, Freunde. Okay, habe ich jetzt gerade richtig gesehen? Wir haben 3 Patronen drin und 3 Blanks. Okay, pass auf, wir schießen einfach mal auf den Dealer jetzt. Ah ja, perfekt. Haben wir eben schon mal ein Leben abgezogen. Sehr schön. So, der Bruder verliert schon mal ein Leben. Das ist doch toll. Oh, er raucht sich einmal eine Zigarette, damit sein Leben wieder voll ist. Wie ein aller echter Profi. Würde ich auch so machen. Wie gesagt, in Real Life funktioniert es nicht. Jetzt schießt er auf sich selbst. Und ist eine Blank. Okay. Er schießt nochmal auf sich selbst. Ist noch eine Blank. Brother. Ist er am Cheaten? Digga, was? Ich meine, wir haben jetzt nicht verloren, weil es diesmal 3 Leben sind. Aber what the hell? Jetzt ist nur noch eine Blank drinne und nur noch eine lebende Patrone. Das heißt für mich jetzt auch eine 50-50 Chance. Ich lade das Ding jetzt durch. Warte, wir laden einmal durch. Ja, war eine Blank, okay. Immerhin. Ich ziehe mir auch noch mal kurz hier eine Zigarette rein, damit ein Leben wieder dazukommt. Und dann schießen wir jetzt einmal auf ihn. Putz. Jetzt bekommen wir sowieso neue Gegenstände, weil, glaube ich, alle Patronen raus sind, ne? Meine ich. Oder auch doch nicht. Ist da noch eine Patrone drin? Oh ja, tatsächlich einfach. Aber nur eine Blank, oder was? Ja, nur eine Blank. Okay, jetzt gibt es neue Gegenstände und neue Patronen. Wir haben Bier. Zigaretten. Noch ein Bier. Oh mein Gott. Keine... Okay, er hat auch nur Bier. Okay, 2 richtige Patronen. 3 Blanks. Gut, warte. Ich rauche erstmal die Schachtel Zigaretten und mache mir unser Leben wieder voll. So, wieder 3 versus 3. Okay, jetzt sind 2 richtige Patronen drin und 3 Blanks. Boah, schwierig. Ich lade das Ding mal einmal durch. Klick, das war schon mal eine Blank. Okay, und dann schießen wir jetzt einmal auf ihn. Bitte eine richtige, bitte eine richtige. Yes. Okay, let's go, let's go. Wir ziehen ihm ein Leben ab. Auf ganz entspannt. Er lädt auch einmal durch. Er macht auch eine Blank raus. Er macht noch eine Blank raus und jetzt schießt er. Bro, come on. Aber jetzt ist doch eh nichts mehr drin. Ja, okay, nächste Runde. Oh Gott sei Dank, eine Lupe. Bitte gib mir ein Messer. Bitte. Nein! Okay, Handschellen sind aber auch gut. Warum sind als nur 2 Patronen drin? Wieso sind als nur 2 Patronen drin? Ich benutze direkt die Lupe. Okay. Eine richtige Patrone. Das heißt, wir werden ihn jetzt direkt festketten. Es sind 2 richtige Patronen drin, Freunde. 2 richtige Patronen. Ich werde jetzt auf ihn schießen. Patz! Verliert er ein Leben. Eins hat er noch. Eins hat er noch. Jetzt ist noch eine richtige Patrone in dieser Waffe. Es kann sein, dass die jetzt direkt kommt. Es kann sein, wir benutzen erstmal Bier. Wir benutzen erstmal Bier. Laden eine Blank raus. Wir benutzen nochmal Bier. Wir laden noch eine Blank raus und jetzt schießen wir nochmal auf ihn. Come on. 50-50 ist jetzt nochmal. Nein. Und jetzt ist nur noch eine Patrone drin. RIP. Ach, damn it. Okay. Aber wir kommen direkt in die nächste Runde.
Ein Leben versus ein Leben. Handschellen. Okay. Wie viele Patronen? 2 versus 2. Okay, okay, okay. Wir haben jetzt eine hohe Chance, noch zu gewinnen. Wir benutzen einfach die Handschellen, weil wir dürfen immer anfangen, zum Glück. Wir dürfen immer anfangen und jetzt schießen wir einfach zweimal auf ihn. Einmal wird es stimmen. Okay, easy. Erste Runde gewonnen. Okay, let's go. Okay. Alter, das Game ist so nervenaufreibend. Das ist so übel. Aber Runde 1. Tjulfa wins. Runde 1 überlebt. Betreten wir Runde 2. So. Alle Items werden gelöscht und wir kriegen neue. Zigaretten. Gut. Zigaretten. Gut. Bier. Gut. Ich hätte lieber eine Säge. Oh, er hat eine Säge und eine Lupe. Nein. Er kann uns gleich direkt löschen. Wenn er reinguckt und sieht, da ist eine Live-Patrone drinne und er sägt das Ding ab und schießt auf uns, sind wir sofort Game Over. Wir können uns nicht mehr erholen, weil wir nur 2 Leben haben und mit der Säge verdammt nochmal jedes Mal 2 Leben abgezogen werden. Wir schießen auf ihn. Blank. Shit. So, jetzt guckt er rein, ist eine lebende Patrone. Ja, ja, genau. Er sagt, very interesting, sehr interessant. Jetzt sägt er das Ding ab. Oh, ich bin Game Over. Kann ich nichts machen. Keine Chance. Damn it. Und so erreichen wir jetzt aber Runde 3 von 3. Jetzt erstmal hier im Standardbereich, bevor wir gleich Double or Nothing gehen. In der zweiten Runde haben wir ihn jetzt auch einmal zerlegt. Wir waren ja gerade eben schon einmal kurz davor. Jetzt haben wir ihn wirklich erwischt. Und wir sammeln wieder Gegenstände. Bier, Lupe, Lupe und... Ah, come on. Ich habe gehofft auf einen Messermann. Okay, 4 Leben. 4 echte Patronen. 4 falsche. Er hat zum Glück auch kein Messer. Und wir starten mal direkt. Wir starten direkt mit einer Lupe rein und gucken erstmal. Und wir haben eine echte Patrone hier drin. Na, let's go. So, dann schießen wir auf ihn. Dann haben wir nur noch 3 echte, 4 falsche. 3 echte Patronen, 4 falsche sind jetzt noch im Spiel. So, und er benutzt erstmal direkt die Handschellen. Fetzt sich eine Zigarette rein, um Leben wieder voll zu machen. Und wird wahrscheinlich jetzt noch ein Bier trinken und einmal durchladen. Ja. Und er lädt eine Blank raus. 3 echte, 3 Blanks. 3 echte, 2 Blanks. Okay. Und er schießt auf sich selbst? 3 echte noch, 1 Blank. Boah. 2 echte, 1 Blank. Okay, schauen wir mal. Und ich bin jetzt immer noch festgekettet. Er darf jetzt nochmal. Er schießt auf sich selbst. Ja. Und jetzt haben wir nochmal 50-50. Eine echte, eine falsche ist jetzt noch drin. Da werden wir jetzt unsere Lupe einfach benutzen. Und werden mal schauen, was drin ist. Eine falsche. Damit schießen wir auf uns selber, weil dann sind wir direkt nochmal dran. So. Putz. Und die allerletzte echte Patrone hat jetzt der Dealer die Ehre zu bekommen. Ich gebe sie ihm zurück. Viel Spaß. Okay. Jetzt hat er nur noch 2 Leben. Und jetzt gibt es neue Gegenstände. Wenn wir jetzt irgendwie eine Lupe und eine Säge kriegen, ist hohe Handschellen. Oh komm, gib bitte eine Säge. Bitte. Nein. Gib, nein. Ich meine, Handschelle ist auch gut. Damit können wir auch viel machen. 3 echte, 4 falsche. Er hat die Säge. Holy shit. Okay, 3 echte, 4 falsche. Ich schieße jetzt einmal direkt auf mich selber, okay? Ich mach's. Boah, okay. Glück gehabt. 3 echte, 3 falsche. Jetzt benutzen wir die Lupe. Eine echte, sehr gut. So, jetzt ketten wir ihn direkt fest. So. Wir schießen auf ihn. Zack. Jetzt sind noch 2 echte, 3 falsche drin. 2 echte, 3 falsche. Okay, und jetzt machen wir was. Ich trinke ein Bier. So. 2 echte, 2 falsche. Ich trinke noch ein Bier. Und 2 echte, 1 falsche. Jetzt schießen wir auf ihn.
Yes! Runde 3 von 3 auch gewonnen. Erstmal im Standard-Game. So. Luck und Statistiken sind back. Wir hätten jetzt gewonnen, wenn wir jetzt nach Hause gehen würden, hätten wir gewonnen $63.000. Aber wir haben die Pillen genommen und spielen natürlich den Double or Nothing Modus. Doppelt oder nichts. Na klar. Yes, let's go. Und jetzt spielen wir nochmal 3 Runden, die aber schwerer sind. Oder was heißt schwerer? Im Grunde genommen ist das ganze Game schwer. Aber ja, okay, wir kriegen eine Säge. Handschellen, leider keine Lupe. Er hat 2 Lupen, Alter. Er hat 2 Lupen und eine Säge. 4 Patronen, 4 falsche. Oh Mann, was machen wir jetzt? 4 Patronen, 4 falsche. Ich trinke erstmal ein Bier. Jupp. Und lade eine Blank raus. Dann säge ich das Ding ab. Dann kette ich ihn fest. Sind jetzt 3 falsche drin, 4 echte. Und ich schieße auf ihn. Wenn wir jetzt direkt treffen, haben wir direkt Runde 1 gewonnen. Yes! Ja! Runde 1 direkt Sieg. Let's go. Und wir kommen direkt in Runde 2 von 2 von Double or Nothing. Runde 2 von 3, Entschuldigung. Let's go. Okay. Werden Gegenstände? Ja, Gegenstände werden ausgetauscht. Perfekt, weil der hatte viel zu gute Gegenstände, der Bruder. Und wir kriegen Handschellen, eine Säge, Zigaretten. Okay, das ist ganz gute Auswahl. Damit lässt sich arbeiten. Wir haben 3 Leben. Eine falsche, eine echte. Ratet mal, wer startet mit seinen Handschellen. Ich natürlich. So. Egal was... Ah, nee, warte mal. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob... direkt die Blank drinne ist oder direkt die echte. Wir schießen einfach direkt auf ihn. Wird schon schief gehen. Let's go. Bumm. Und schon hat er nur noch ein Leben. Huch. Kann man leider nichts machen. So, und jetzt ist noch eine Blank drin. Damit schießen wir einfach auf uns selber. Einfach, weil wir es können, Freunde. Die Blank macht uns ja sowieso nichts aus. Klick. Easy. So. Er ist jetzt wieder free. Und wir kriegen nochmal Gegenstände. Zigarettos. Bier, Bier. Okay. Sehr gut. Wir können uns heilen und durchladen. 2 Blanks, eine echte. Ich trinke direkt ein Bier. Na? Oh, jetzt haben wir eine 50-50 Chance. Ich schieße auf ihn. Let's go. Wir gewinnen sogar direkt Runde 2 in Double or Nothing. Alter, let's go. Ohne Gegentreffer sogar. Easy. Und Runde 3 von 3 im Double or Nothing Modus. Und hier ändern sich jetzt, glaube ich, wirklich nochmal ein paar Sachen. Oder kommt das richtige Todeslevel erst danach? Weil es gibt noch so ein richtiges Death-Level, was es gibt. Oder ist es... Nee, 2 Leben nur. Das kommt erst noch. Okay, 4 falsche, 4 echte. 4 falsche, 4 echte. Niemand hat eine Säge, aber ich habe Handschellen. 4 falsche, 4 echte. Okay. Wir trinken ein Bier. Klick. War eine Blank. 4 echte, 3 falsche. Wir schießen auf ihn. Bumm. Oh, kein Bumm. Aber vielleicht jetzt beim nächsten Mal Bumm. 4 echte, 2 falsche nur noch. 4 echte, 2 falsche. Okay. 3 echte, 2 falsche. Und er ist auch wieder da. Er wird sich natürlich heilen mit seinen Zigaretten. Ich hatte gehofft, dass wir ihn zweimal erwischen mit ein bisschen Glück, aber leider nicht. So, 3 echte, 2 falsche. Er schaut mal rein da. Sehr interessant, sagt er. Jetzt schießt er auf uns. Und wir verlieren den Leben. Oh. 2 echte, 2 falsche jetzt. 2 echte, 2 falsche. Wir rauchen. So. Und jetzt müssen wir aufpassen.
aber ich muss auf ihn schießen. Wenn ich auf mich schieße und mich selber treffe, kann er mich danach direkt erledigen. Zwei echte, zwei falsche. 50-50. Yes, let's go. So, eine echte, zwei falsche nur noch. Er kann sich aber auch nochmal voll heilen. Und es ist auch nur noch ein Leben, was man sich jetzt abziehen kann da drinnen. Er benutzt natürlich das Bier. Und jetzt ist eine 50-50. Eine echte, eine falsche. Er schießt auf sich selbst. Hey, Bro. Okay. Er hat nur noch ein Leben. Und ich bin dran. Ich schieße auf mich mit der Blank. Klick. Passiert nichts. Okay, und jetzt gibt es neue Gegenstände. Wir haben zum Glück noch unsere Zigaretten. Wir kriegen nochmal Zigaretten. Ein Messer. Und Handschellen. Zweimal Handschellen. Let's go. Er hat zwei Lupen. Okay. Drei echte, vier falsche. Das wird jetzt natürlich interessant. Wir ketten ihn aber direkt fest, weil er nur ein Leben hat. Er hat nur ein Leben. Wir müssen auch die Säge nicht benutzen. Ich schieße jetzt direkt auf ihn. Okay. Einmal. Wir schießen ein zweites Mal auf ihn. Er kann uns ja jetzt auch nicht erledigen. Von daher ist nicht schlimm. Yes! Die Runde auch gewonnen. Und jetzt kommt noch die Todesrunde. Da haben wir 6 Leben. So. Jetzt Double or Nothing erhöht sich auf 127.000. Und jetzt können wir nochmal Double or Nothing machen. Hä? Yes? Nochmal 3 Leben? Aber ich kommt hier nicht irgendwann so eine Death Round? Wonach dann Safe Ende ist? Oder bin ich jetzt gerade lost? 2 Leben jeweils. 2 echte, 2 falsche. Okay. 2 echte, 2 falsche. Wir trinken Bier. Laden eine falsche raus. 2 echte, 1 falsche. Wir ketten ihn an. Wir ketten ihn an und wir benutzen mal die Säge. 2 echte sind drin. Die Chance ist hoch. Die Chance ist hoch. Ja! Direkt gewonnen. Noch eine Runde. Aber wie oft kann man denn jetzt Double or Nothing drücken? Irgendwann kommt da doch so eine... Da kommt irgendwann so ein Level, wo man 6 Leben hat. Und danach hat man dann safe gewonnen, wenn man das... Also dann ist rum. Warum ist es noch nicht da? Das ist so ein Level mit so einem Totenkopf hier auf der Auswahl. Kein Plan. Aber gut. Double or Nothing. Wir sind nochmal in der nächsten Runde jetzt. Wir kriegen 2 Lupen. Oh, er hat eine Lupe und ein Messer. Aber wir haben 4 Leben, okay. So, 3 echte, 4 falsche. Ratsch, ratsch, ratsch. Alles rein. Ich schieße auf mich selbst. Muss ich machen. Boah, let's go. 3 echte, 3 falsche. Wir schießen auf ihn. Peng! Verdammt. 3 echte, 2 falsche. Und jetzt ist die Chance natürlich hoch, dass der Bruder jetzt absägt und auf uns schießt. Verlieren wir direkt 2 Leben. Dann sind es 2 echte, 2 falsche danach. Bumm! Jetzt haben wir noch 2 echte und 2 falsche drinne. 2 echte und 2 falsche. Okay, ich gucke einmal rein, komm mal. Eine Blank, okay. Kann ich auf mich schießen? Dann sind es noch 2 echte, 1 falsche. 2 echte, 1 falsche. Ich schieße auf ihn. Let's go. Eine echte, 1 falsche jetzt noch drinne. 50-50 Chance. Mal sehen, was passiert. Oh, let's go. Ich bin noch mal dran, mein Lieber. Lass dir schmecken. Okay. Hat er ein bisschen verkackt, der Bruder. So, 2 Leben versus 2 Leben. Ich habe aber schon eine Lupe als Vorteil. Sehr gut. Bitte ein Messer. Gib mir ein Messer. Let's go. Was haben wir für Patronen? Eine echte, eine falsche. Ich habe gewonnen.
kann er nicht besiegen. Kann er nicht besiegen. Ist eine echte. Sägen wir ab, schießen auf ihn. Runde 2. In nochmal Double or Nothing, aus welchem Grund auch immer. Warum wir zweimal Double or Nothing spielen. Bumm! So. Gewonnen. Jetzt gehen wir in Runde 3. Tulfa wins. Runde 3 von 3 dann jetzt. Oder wird das dann jetzt die Death Round? Nee, ist es noch nicht. Okay, wird erstmal Spielfeld geklärt. Wir kriegen neue Gegenstände. Ein Messer. Handschellen. Eine Lupe. Alter. Das ist absolut tödlich, was wir hier haben. Oh, aber zwei falsche, eine echte. Das ist... Dann ist wiederum doch nicht so tödlich. Okay, wir benutzen mal das Gerät. Eine falsche, okay. Schießen wir damit mal direkt auf uns, weil dann sind wir nochmal dran. Nothing happens. Und jetzt ketten wir ihn an. Wir haben jetzt eine 50-50 Chance. Kann eine echte drin sein, kann eine falsche sein. Wir versuchen es mal direkt. Wir versuchen mal direkt jetzt hier, ihm zwei Leben aus dem Kreuz zu leiern. Let's go! Yes. Er verliert direkt 2 Lives. Und jetzt ist nur noch eine Blank drinne. Jetzt ist erstmal nur noch eine Blank drinne. Oh, damit kann ich jetzt ja aber auch noch auf mich schießen. Und beim nächsten Mal bin ich ja auch wieder dran. Wir können es jetzt schaffen, ihm direkt, wenn wir gute Gegenstände bekommen, kann ich ihm direkt das eine Leben, was er noch hat, jetzt gleich auch noch abziehen. Auf ganz entspannt. So. Oh. Obwohl, könnte funktionieren. Ja, ja, ja. 3 echte, 3 falsche. 3 echte, 3 falsche und ich bin zuerst dran. Wir ketten ihn direkt fest und schießen zweimal auf ihn. Das ist jetzt das Schlauste, was wir machen können. Direkt zweimal auf ihn schießen. Let's go. Okay, Blank. Bitte nicht noch eine Blank. Bitte nicht noch eine Blank. Weil er hat 2 Zigaretten. Er kann sich komplett hochheilen. Kein Bock. Yes! Wow, wir haben nochmal ihn in Double or Nothing zerlegt. Okay, und jetzt haben wir 255. Kommt die ganze Zeit Double or Nothing? Ich sag jetzt no. Kein Double... Was war das? Ist das wirklich nur, um den Highscore zu verbessern? Kommt diese Killerrunde dann nicht, oder was? Ha. Weil es gibt so eine Runde mit so einem Todeskampf, wo man 6 Leben hat. Aber scheinbar... Ich meine, ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit Double or Nothing drücken. Ich meine, wir könnten uns zu 1 Million hochspielen oder so. Ich meine, so haben wir jetzt auch einen geilen Highscore. Weil vorher war mein Highscore irgendwie 62.000. Und jetzt ist der Highscore 255.000, den wir an Cash hier nach Hause bringen. In Buckshot Roulette. Let's go. Also hat der Double or Nothing Modus kein richtiges Ende? Naja, Freunde, wie gesagt, wenn ihr Plunger Roulette, das ist sowas ähnliches, nur mit Dynamit irgendwie. Wenn ihr das auch sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Auf bis dahin.